Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Es sind so einmalige Bilder, die wir hier in dieser bemerkenswerten Arena in der niederländischen Hauptstadt miterleben dürfen. Dieses Stadion wird seinem legendären Namensgeber mehr als gerecht. Auch wenn es um nicht viel geht, dieses Duell kann man sich immer anschauen. Vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil, dass es heute hier um nichts geht, weil wir haben zwei herausragende Fußballmannschaften, die sich gegenüberstehen. Und wenn die dann noch unbeschwert zeigen, was sie alles drauf haben, dann kann es ein großer Fußballtag werden. Die Partie hat schon begonnen. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Maximovic. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Was ist denn mit ihm los? Er hat eben schon Glück gehabt. Also wenn er jetzt nicht aufpasst, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Hause. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst fliegt er irgendwann. Savic, physisch enorm präsent. Savic, klares Foulspiel. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Memphis Depay gewinnt den Ball für sein Team zurück. Maximovic. Kolarov. Ab nach vorn und hoffen. Maximovic. Savic. De Jong antizipiert einfach gut, geht geschickt dazwischen und dementsprechend kann der Gegner gar nicht erst sein eigenes Spiel aufziehen. Maximovic. Savic. Dusan Tadic. De Jong. Mitrovic. De Ligt holt ihn sich wieder. Ja, das muss man schon abpfeifen. Der Unparteiische, bitte zur Pause. Also diese Leistung, die ist nicht schwach, die ist schlicht und einfach unterirdisch. Kein einziger Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten. Keine Tore bis hierhin, 0:0. Warten wir mal ab, was uns in den zweiten 45 Minuten so erwartet. Der zweite Durchgang, der hat schon begonnen. Niederlande hat sich, da bin ich mir ganz sicher, über diesen Halbzeitpfiff mal richtig gefreut. Die wissen gar nicht, weshalb es immer noch unentschieden steht. Und sie wissen vielleicht, wenn sie so weitermachen, dann haben sie heute ein Minimum an Chancen. Maximovic. Tadic. Falls Sie den Anfang der zweiten Hälfte verpasst haben sollten, Tore sind Ihnen noch nicht entgangen. Es steht immer noch 0:0. Ein sehr kluger Pass. Starker Pass und Savic hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Das ist Memphis Depay. Mit der Brechstange. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Lajic. Ja.
Memphis Depay. Babel. Memphis Depay kann ihn machen. Es gibt Freistoß für die Niederlande. Memphis Depay sieht hier seine Gelegenheit. Memphis Depay. Mit der Stirn. Es fehlten nur Millimeter zum Tor. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Maximovic. Sie kommen nicht wirklich in den gegnerischen Gefahrenbereich hinein. Ich frage mich tatsächlich, was sie wohl vorhaben. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Wijnaldum. Memphis Depay. Und da ist der Pass. Das ist die Möglichkeit. Ob das noch was wird, zieht den Ball nach hinten. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Gut gelöst, die Situation. Wijnaldum. Babel. Und die Schusschance. So, und jetzt genug Fußball gespielt. Ab jetzt wird nur noch geschossen.